Gedicht schon gelesen? Das Gedicht von dem Dings hier, von dem Jasper Günther. Margot Honecker? Was gesagt werden muss? Warum schweige ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist und in Planwirtschaft geübt wurde, an deren Ende ich als Überlebende allenfalls Fußnote bin? Warum sage ich jetzt erst, gealtert und mit letzter Tinte, es gab in der DDR keinen Schießbefehl, sondern nur Waffengebrauchsbestimmungen? Und zugegeben, ich schweige nicht mehr, weil ich der Heuchelei des Westens überdrüssig bin. Sag mal, man sieht die Welt auch, wie sie dir gefällt. Also hat ja nichts mit der Wahrheit zu tun. Ist ja komplett erfunden. Das ist ja ein Verdrehen von Tatsachen, was sie da vorträgt. Du, also wirklich keine Ahnung. Das ist ein Gedicht, Mann. Was ist ja mit der Wahrheit nichts zu tun da? Du gehst ja auch nicht zu irgendeinem Romanautor und sagst hier Literatur, das haben sich da bestimmt alles ausgedacht, das stimmt da alles gar nicht. Sei doch mal froh, dass alte Leute sich noch mal aufraffen und irgendwas machen, dass sie den ganzen Tag zu Hause sitzen und Kuchen fressen und aus dem Fenster gucken. Meine Güte, ey. Keine Ahnung, ne? Einfach mal Fresse halten. Ne? Ich finde, ein Gedicht muss ich reimen. Zur Auferstehung unter den deutschen Fernsehshows. Willkommen bei New Paradise! Meine Güte, was ist heute los? Ja, wir haben heute Gäste. Ja, Überraschung, ne? Ja, Gäste. Einfach kommen hier Leute rum, die sich hier hinsetzen, denen wir quatschen wollen. Ja, und da haben wir heute tatsächlich jemanden, der mehr Zeit in der Luft verbringt als auf dem Boden. Und in dieser knapp bemessenen Zeit hat er es tatsächlich einrichten können, heute hier vorbeizukommen. Wir freuen uns auf Paul von Dyk. Dass die mehr Zeit mit Dieter Bohlen verbringt, als Dieter Bohlen die Zeit mit irgendeiner von seinen Bumselsen verbringt. Bei uns heute zu Gast Natalie Horla, a.k.a. Cascada. Ja, sehr gut. Und heute noch eine wunderbare Band auf der Bühne, Blood Red Shoot. Ja, auch auf die dürfen wir uns freuen. Hast du eigentlich die Woche, hast du mit Fernsehen beschäftigt? Hast du wieder Fernsehen geguckt? Ja, ich guck viel Fernsehen. Fleißig hast du Montag gesehen, hier Frau Honecker. Der Sturz. Der Sturz, ja, die große gesehen, ja. Doku. Ja, toll. Unfassbar, ja, ja, auch, was sie ja für einen Schwachsinn gelabert hat. Ja, nee, aber wirklich auch sehr gute Quoten. Ne? 4,3 Millionen. Ne? RTL hat sich das natürlich auch angeguckt, gesagt, auf demselben Sendeplatz könnten wir die doch Behinderte verkuppeln lassen. Ja? So tolle Quoten. Ja. Aber es war auch noch Promi-Boxen hier. Da war ich wirklich erschrocken, wie deformiert da manch einer aussieht. Und dann sagt man mir auch noch, dass der Axel Schulz gar nicht mitgeboxt hat. mein Lieblings... Axel Schulz war ja Moderator. Genau, ja? Ja, ja. Und mein Lieblingsmoderativer Moment von Axel Schulz war, als er zu einem der Trainer ging und sein Interview darauf beschränkte zu sagen, ja, dann sag mal deine Sachen. Das ist toll, oder? Gleich, wenn Paul von Dyk kommt, ne? Sag mal deine Sachen. Dann darf der 10 Minuten und geht dann wieder. Wir machen uns immer vor den Kopf. Ja, aber auch hier wirklich ganz toll, ne? Indira gegen Michaela Schäfer. Das war, als wenn so zwei besoffene Töchter von verfeindeten Kirmesfamilien hinterm Autoscooter ausrasten. Mit was hat die denn trainiert? Mit der Bud Spencer DVD-Box? Ich fand es ein bisschen wie bei Rocky, nur dass die Schweinehälfte dann selber geboxt hat. Naja, gut, das sind alles Themen. Aber wir möchten uns natürlich nicht nur damit beschäftigen, sondern liebe Christen draußen bei YouTube. Wir haben eine Spezialausgabe unserer Bewegung stehen, damit es weitergeht. Bitte sehr. 2011 haben zwei Fernsehsonderlinge eine politische Bewegung ins Leben gerufen, die den Weltenlauf in seinen Grundfesten zum Erliegen brachte.
Aufstehen, damit es weitergeht, wurde zum Symbol einer neuen Form von Protestkultur. Elegant, effektiv, flexibel. Doch ein Protest ist nur so lange lebendig wie seine Protagonisten. Deshalb geht auch Ostern 2012 ein mutiger Mann erneut auf die Straße. Auferstehen, damit es weitergeht. Trauen Sie Ihren Augen und grüßen Sie Ihre Familie. Stehen, damit es weitergeht. Sneaky Jesus. Mein neues Synonym. Jesus Winterscheid, ist auch gut. Nicht Joko Winterscheid. Ja. Danke, danke. Kann man machen. Danke, 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 danke. Und damit ihr inhaltlich gar nicht erst rauskommt, da haben wir eine Band im Schrank, die uns auch ostermäßig hier direkt mal auf dem christlichen Pfad für einen Meter mit uns geht, meine Damen und Herren. Sie heißen Hasenscheiß und hören sich auch so an. Viel Spaß. Unbedingte Ding, alles auf der Suche nach dem unbedingten Ding. Unbedingte Ding, unbedingte Ding, alles auf der Suche nach dem unbedingten Ding. Ich brauche unbedingt was Neues, das Alte ist finnisch, muss mal wunderbar, die Fische, da muss man frischen auf dem Tisch. Vielleicht die unbedingte Liebe, die unbedingte Frau, der unbedingte Kerl und auch unbedingt. Genau! Unbedingte Ding, unbedingte Ding, alles auf der Suche nach dem unbedingten Ding. Unbedingte Ding, unbedingte Ding, alles auf der Suche nach dem unbedingten Ding. Bam, bam, here comes the man. Everybody going crazy to the sound. Hey, I'm looking for the unbedingte Ding. Maybe I can find a little wrestling ring. Unbedingte Ding, unbedingte Ding. Alle Leute suchen nach dem unbedingten Ding. Unbedingte Ding, unbedingte Ding. Alle Leute suchen nach dem unbedingten Ding. Ihr wollt wissen, was zur Hölle ist dieses unbedingte Ding? Und man kann es nicht erklären. Das ist ein neuer Move. Was ist das denn, Violetta? Eine Rose. Nee, hier. Also ihr seht, Violetta hat immer so gemacht. Also hast du was mit einem Chamäleon gehabt? Du machst immer so jetzt. Ja, vielleicht schwitzt Violetta über die Zunge. Oh, Violetta, mach das. Das ist sexy. Kannst du dir so sexy über die Oberlippe lecken? Violetta? Kannst du dir sexy über die Oberlippe lippen? So lecken? So? Ja, komm, jetzt ist, ne? Sendezeit ist kostbar, auch bei ZDF Neo. So. Oh, sie ist eine sehr erfolgreiche Musikerin. Sitzt bei DSDS in der Jury, kennt alle Assi-Diskotheken der Welt in- und auswendig, denn da tritt sie ganz gerne mal auf. Aber sie ist einen harten Weg gegangen. Sie ist unfassbar erfolgreich. 30 Millionen verkaufte Platten sprechen eine sehr deutliche Sprache. Hier ist Natalie Horler von Cascada. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady, and the lady is mine. Setz dich einfach neben mich. Setz dich einfach neben mich. Man muss ja die erste Frage, die sich so wirklich aufdrängt, ne? 30 Millionen verkaufte Platten und dann sitzt du bei DSDS in der Jury. Was ist denn bei dir falsch gelaufen, Kim? Da passt doch. Nee, ich meine, hat man da nicht ausgesorgt nach 30 Millionen verkauften Platten? Nee, also ich glaube, vor 30 Jahren ungefähr hätte man wirklich ausgesorgt. Aber heutzutage mit den ganzen Illegal Downloads etc., da wirst du nicht mehr reich von. Da musst du echt auf die Bühne gehen, jeden Abend. Aber ich meine, 30 Millionen Verkaufte sind ja 30 Millionen Verkaufte. Du kriegst für jede Platte 50 Cent, ergo 15 Millionen auf deinem Konto. Ah, es ist alles nicht so einfach. Nee. Da sind noch mal 15.000 Leute, denen man es auch noch geben muss. Ach so, ja? Ja. Drückst du Geld ab? So Schmiergelder. So, GZ und so. GZ. Schmiergelder an euch. Wir haben eine neue goldene Regel hier, weil wir sind ja eine Show und da brauchen die Gäste auch was zu trinken, damit sie bei Laune bleiben. Ich würde dir gerne folgende Getränke anbieten. Wir haben folgendes zur Auswahl. Bier mit Cola, Bier mit Limo, Bier mit Bier oder nix.
Bier mit Cola. Bier mit Cola. Ich, kann ich auch was trinken? Kann ich auch was trinken? Ja, aber das heißt, wahrscheinlich in den Diskotheken, wo du auftrittst, heißt das Drecksack. Ne? Ja. Ja. Bier mit aber Cola. Ich muss sagen, ich bin da ganz langweilig geworden. Also wenn ich selber am Arbeiten bin in den Diskos, dann trinke ich auch keinen Alkohol. Nee. Hinter früher, der Bar oder wenn du früher brauchte ich echt ein paar Jägermeister, um auf die Bühne zu gehen. Daniel. Vielen, vielen Dank. Assistentin Barbara. Da ist sie eben schon. Letty, wie süß. Das ist wirklich mein Spitzname. Wirklich? Ja, krass. Wo haben wir das denn her? Frag mich was. Frag mich was. Aber ist der, ich habe gerade eben so abwertig gesagt, du kennst die ganzen Assi-Diskotheken in- und auswendig. Ja, ich habe da drin gekichert. Ihr glaubt es nicht. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber es fand ich ganz lustig. Ja, schade. Nee, aber ist das so? Kennt man wirklich diese? Ist jeder Auftritt bei dir mit so einem mit so einer Assi-Disse verbunden? Oder ist muss man ist natürlich nicht. Assi-Disco darf man natürlich nicht so sagen. Aber man, Disco. Ich glaube, man muss heutzutage wirklich... Es gibt auch kleinere. Nee, aber ganz ehrlich, man muss einfach viel tun, man muss viel reisen, man muss rumtouren und so ziemlich alle Läden abklappern auf gut Deutsch. Also wir haben schon viel gesehen, ja. Sie sind nicht alle Assi, aber wir waren natürlich auch ein paar Assi-Schuppen. Das gehört dazu. Du bist, ich habe es gerade eben schon angesprochen, bei DSDS in der Jury. Wie kommt denn das dazu tatsächlich? Ich meine, du bist natürlich Musikerin etc., aber ja. Ist das was, wo du selber gesagt hast, oh geil, habe ich Bock drauf? Oder kommen die eher auf einen zu und überzeugen einen dann am Ende davon? Weil es ist ja schon, wir sind relativ im gleichen Alter. Mhm. Ohne das werten zu meinen. Und das meine ich wirklich ehrlich. Ich gucke es mir einfach nicht mehr an, aus diversen Gründen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn man eine ganz ehrliche Haltung dazu hat. Ich bin doch schon ein Grund, wie du es gucken sollst, oder? Ja, aber du sitzt ja jetzt auch hier und dann, ne, dann muss ich es ja nicht mehr gucken. Na dann. Nee, ganz ehrlich, ich wurde natürlich angesprochen da drauf. Und ich hatte auch wirklich Lust drauf, auf jeden Fall. Und es hat auch nicht so zu tun. Ich hatte generell Interesse, mal in so einer Jury zu sitzen. Diese ganze Casting-Show-Gedöns ist ja jetzt schon seit längerem überhaupt bekannt und ganz, ganz doll beliebt, wie wir sehen. Und DSDS ist vor allem in Deutschland wirklich das Größte und da hat mich das auf jeden Fall gereizt. Wie ist denn der Dieter so? Geht man nachher mit Dieter noch ein Bier trinken und dann erzählt er einem Suff so unangenehme Geschichten aus seinem Privatleben? Oder? Nee, das nicht. Aber wir verstehen uns wirklich gut. Ja. Und ich meine, man weiß das vorher natürlich mit neuen Kollegen überhaupt nicht. Und natürlich sind da bestimmte Rufe, die einem ins Ohr geflüstert werden. Aber ohne Witz, ich kann da nur total positiv reden. Also wir machen unheimlich viel Spaß miteinander. Beide, Bruce und Dieter, sind sehr, sehr ehrlich und direkt. Und ich ja, mag Bruce das. Bruce sitzt da ja auch. Hier, bitte? Ja, ja. Das habe ich auch bei der Vorbereitung gedacht. Ich auch so, da ist er. Da haben wir total vergessen, ne? Was da der Outfit, ne? Ach, ja, das ist. Du, wir können ja ganz kurz uns einkriegen. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, super coole Dinge in Zeitlupe hier mal etabliert. Ja, super uncoole Dinge in Zeitlupe ist der richtige Titel gewesen. Weil wir so eine wahnsinnig teure Kamera haben. Die haben wir jetzt einfach beiseite gelegt, weil das totaler Nonsens ist. Weil wir haben super. Ach, das habe ich gleich aufgeschrieben, weil ich diesen Namen so schwer finde. Super coole Dinge in Unzeitlupe haben wir jetzt, ja? Wir brauchen diese Kamera nicht, weil es gibt Dinge, die sind normal so geil, da braucht man eine super teure Kamera. Guck mal hier, das ist wirklich unglaublich. Von dir im Vorfeld. Ja, also wow. The Dancefloor und so kennt ja jeder. Man kennt das ja von den Abenden, wenn man unterwegs ist. Du machst aber auch, und das fand ich ganz spannend, das habe ich, glaube ich, im Frühstücksfernsehen gesehen, so Akustik-Unplugged-Versionen von deinen, ich sag jetzt einfach mal, wahrscheinlich ist die falsche... Dance-Nummern. Genau, ja. Wie zum Geier? Ich meine, ist das nicht was, wo man dann ehrlich sagen könnte, wir machen direkt so akustische Musik? Ganz ehrlich, mir macht ja alles Spaß auf jeden Fall. Aber Dance-Musik ist einfach so, dass ich damit davon leben kann. Lass uns mal ehrlich sein, das kommt halt an. Popmusik ist halt unheimlich populär. Und da, so brauche ich nicht im Büro sitzen, sondern kann meinen Traum leben. Aber ab und zu, dass ich die Möglichkeit bekomme, da unplugged was zu machen, ist für mich ganz, ganz toll. Weil auch kredibilitätsmäßig kannst du auch mal zeigen, dass du wirklich singen kannst. Das ist leider ein Stigma, was Dance-Artists haben. Dass irgendwie, die können nichts, das ist alles auf dem Computer. Ist in meinem Fall jedenfalls nicht so und ich singe unheimlich gerne und ich beweise das dann gerne bei so einer Sache und das macht auch Spaß. Und du bist, was ich total krass fand, wahnsinnig erfolgreich, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt und Robbie Williams hat uns eine Frage geschickt, wie ist das mit dem Erfolg in Amerika, wie passiert das? Kommen die Amerikaner da auf einen zu und sagen, wir hätten dich jetzt gerne hier oder geht man auf die Amerikaner zu? Also ich meine, das ist wirklich, du bist, was war die beste Platzierung mit einem Album in Amerika? Nummer 10, Billboard. Ja. Ich meine, ernsthaft?
ist, wenn er sich ehrlich freut, ne? Wenn er sich ganz ehrlich, wenn er sich so richtig ehrlich freut wie gerade, dann freue ich mich immer, dass er so diese menschliche Seite auch in der Show. Ich weiß, dass das so weibisches Gekeife ist, ne? Aber ich muss die Feelings rauslassen. Ne? Ja, das ist gut. Die Gefühle. Ja, die Gefühle. Ist das nicht total absurd, wenn du wirklich in Amerika so mega, also hast du da Ruhe, kannst du dich da frei bewegen, weil Billboard Top 10? Auf jeden Fall, aber es war für mich auch freaky, wenn du da irgendwo in Amerika an einem Flughafen sitzt, in einem kleinen Örtchen, in einem Staat und es spricht dich jemand auf dem Foto an. Oder du kommst gerade aus New York und läufst wirklich durch die Stadt und jemand erkennt dich. Natürlich ist das für mich auch komisch, aber keine Ahnung, man gewöhnt sich natürlich auch dran. Aber es ist eben Amerika so ein großes Land, es ist nicht so, als ob ich da, ich glaube, Beyoncé leuchtet da durch die Stadt rum und wird nicht genervt. Also da werde ich schon lange in Ruhe gelassen. Beyonce. Entschuldigung, wenn du das nicht trinkst, dann muss ich trinken. Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen heute. Bin ich jetzt nicht in meinem privaten Problem belästigen, aber es ist wirklich so. Vielleicht hilft Trinken ein bisschen. Konterbier. du hast auch einen wahnsinnig musikalischen Vater. Ja. Der ist, glaube ich, hauptberuflich Jazzmusiker? Ja, also der ist jetzt in Rente, aber der hat 30 Jahre bei der WDR Big Band Trombone gespielt, ja, Posaune. Ist es denn so, dass man deinem Vater erklären konnte, was du da für Musik machst? Also freut sich der Papa da oder sagt er dann so, Mädchen, das ist doch nichts. Was machst du? Barbara bringt dir auch was. Oh. Ja, Knaller. Geil, danke. Hey. Barbara, hör doch auf. Oh, cheers. Ja, ne? Wollen wir einen Bruderschaft trinken? Ohne Knuschen. Ja. Das ist so einig sind. Um zurück zur Frage zu kommen. Er war am Anfang nicht riesig begeistert, aber jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, mein größter Fan. Der ist ganz, ganz süß. Also der kann nicht in irgendeinen Pub gehen in England, ohne zu sagen, hier übrigens, kennt ihr Gascada? Das ist meine Tochter. Und dann packt er das Handy aus. Wirklich? Ja, ja. Das ist ganz, ganz niedlich. Das macht mein Vater mal bei Kaisers an der Kasse. Das macht er bestimmt wirklich. Nee, aber der erhofft sich ja immer, dass er die Sachen umsonst kriegt. Oder die Oder wenn sie ihn wieder beim Klauen erwischt haben. Das ist seine Freikarte. Guck mal, das ist jetzt relativ eklig, was ich dir hier präsentiere. Das ist, ich muss jetzt kurz unhöflich aufstehen, die gesammelte Rotze der deutschen A-Liga. Ey, ist da ein Kaugummi drin? Ja, das ist von mir. Und das ist wirklich so von Jan Delay über Kraftklub, über Sido, ne? Alle haben sie da reingerotzt. Hier, die Turntable Rocker waren letzte Woche auch da. Und wir wollen diese gesammelte Rotze von allen deutschen Stars zu einem guten Zweck versteigern. Wir wissen noch keinen guten Zweck. Im Zweifel auch einfach nur für uns hier intern das Geld. Aber wir würden uns halt sehr freuen, wenn du da mit reinrotzt. Nimm ruhig noch mal einen kräftigen Schluck. Aber dann ist ja nur Bier drin. Nee, also du sollst nicht das Bier reinspucken. Also einfach, ich dachte, um so ein bisschen. Nicht das Bier, richtig Rotze. Hey, ich habe schon was gesammelt hier. Hey? Ja. Aber ich will nicht so. Ja, heute. Muss ja nicht grün sein. Ja. Nee, du kannst aber ruhig sein. Wow! Ah. Boah, guck mal! Ah, wie toll! Das ist ja. Cheers. Guck mal. Voll, voll, voll. Ja, Profi. Danke. Liebe Natalie Cascada, danke. Das wäre übrigens auch, das klingt, Natalie Cascada klingt wie ein Kind von den Wollnys, ne? Ja. Natalie Cascada, essen. Natalie, wann immer du wiederkommen möchtest, ne? Auch gerne mal mit Performance, sage ich jetzt einfach mal so frei. Ja? Ja. Wenn ihr tanzt. Ja, wenn wir tanzen, dann sich. Ja, dann können wir dann in einem Abwasch mit Scooter und Jürgen von 9 Live. Machen wir das sehr gerne. Ich trinke auf dich. Cheers. Und sage, schön, dass du da gewesen bist. Danke, dass ich hier sein darf. Also, wirklich, toll. Ja. Und jetzt, meine Damen und Herren, Sie haben letzte Woche ein mittelalterliches Rollenspiel überfallen, alle getötet und die Kostüme mitgenommen. Hier sind Hasenscheiße. Sehr gut, okay. So, okay. Ist vorbei, hier spielt die Musik. So, jetzt hier, film mich mal. So, ich will was sagen.
Ja, es ist tatsächlich so. Wir haben einen guten Freund in dieser Sendung. Ja, vor einigen Wochen hat er mit seiner erschütternden Geschichte ganz Deutschland bewegt. Sein Äußeres, gezeichnet vom Leben, vom Schnaps und von billigen polnischen Zahnärzten, hat viele Leute aufschrecken lassen, gerade in der Medienszene. Ja, immer nur Pomp, ja, immer nur Glitzer, Glamour. Kann es das wirklich sein? Hilft nicht auch ein wenig Ehrlichkeit? Wir wollten diesen ehrlichen Trinker, dieses Gewissen der bunten, bunten Welt da draußen in unsere Leben lassen. Das haben wir getan. Und jetzt ist er da und jetzt geht er auch nicht mehr weg. Ja? Wir sind selber schuld. Ja? Wir schufen ein Monster. Nun ist er da, meine Damen und Herren. Er war unterwegs auf der internationalen Tourismusmesse. Charles Schulzkowski, bitte sehr. Ich wische die Asche vom Papier und trinke den ersten Whisky der Nacht. Ich bin zurück am Tresen und versuche, die Ereignisse des heutigen Tages niederzuschreiben, bevor der Alkohol die Erinnerung wegspült. Die Erinnerung an ein Leben, das ich nie wollte. Es begann vor 6 Wochen. Sie zerrten mich aus der Bar hinein ins Showgeschäft. Sie schickten mich zu einer Filmpremiere, um von ihr zu berichten. Sie schämten sich für mich, lachten, waren fasziniert und angeekelt. Angeekelt von mir, Charles Schulzkowski. Doch statt mich zurück an den Tresen zu schicken, feierten sie mich als das Gewissen des Showbusiness. Mich, den Trinker. Sie zerrten mich auf große Bühnen und in beschissene Fernsehshows. Sie stellten mir die Fragen, die sie an das Leben hatten. Charles Schulzkowski war ein Medienphänomen geworden. Ist das eine Peinlich oder was? All die Versuche, dem zu entrinnen, schlugen fehl. Ich wollte nur ein Glas Bourbon, doch sie wollten mehr. Wieder reichten sie mir ihr Mikrofon, wieder sollte ich berichten. Von Krieg und Frieden, den verschiedenen Kulturen und Gefühlen dieser Welt. Diese Wahnsinnigen. Am Morgen dieses verhängnisvollen Tages ist es kalt und regnerisch. Wieder ist der Hochprozentige mein einziger Bekannter. Die internationale Tourismusbörse rechnet mit Besuchern aus der ganzen Welt, jedoch nicht mit mir. Hier treffen sich alle Völker der Welt in einer Halle und ich bin hier, um die Geschichte der Welt neu zu schreiben, um Frieden zu stiften. Scheiß auf Esperanto, scheiß auf Englisch. Die Sprache der Welt ist immer noch der gute alte Alkohol und Onkel Charles gibt wieder meinen aus. Ich bin heute hier, um so ein bisschen die Länder zusammenzubringen. Ich will so ein bisschen Frieden zwischen den Ländern schaffen. Und die Sprache des Friedens ist immer noch der Whisky, oder? Ich bin hier, um Liebe zu verbreiten. Ich sag immer lieber Shakespeare als Shakespeare, ne? Also Prost! Was Klaus Meine nur versprochen hat, setze ich in die Tat um. I'm really famous in Germany. The Wind of Change weht durch die Halle und ist hochprozentiger als erwartet. Das Feld ist bestellt. Selten war die Welt besser gelaunt. Da ist eine Menge Fun da. Ich bin am Stand von Uganda. Da sind die Leute dran, ja. Und ich bin auch dabei. Ich bin der Schulzkowski. Ich bin schon leicht Besoski. Die anderen denken hier, hey, der Typ ist voll ein Freak. Ah! Wollen wir beide gleich einen Lütten trinken? Ei, jawohl, richtig. Oh. Das ist ein echter, das ist ein 12 Jahre alter. Der wurde vom blinden italienischen Bauern unter Wasser gezüchtet. Der Duft von Whisky und Weltfrieden liegt in der Luft. Ich finde, diese ganzen Länder und Kulturen, die müssen immer mehr zusammengeführt werden, dass wir alle aus einer Suppe trinken, die uns alle schmeckt. Das stimmt. Und auch diese ganzen Musikrichtungen, Metal, Punk, Hardcore, Dance, alles Schrott. Nur noch eine Musik, nur noch die Mucke hier. Und Rhythmus, Mucki Mucki. Mucki Mucki. Mucki Mucki. Manchmal genügt es schon, nur einen normalen Menschen zu treffen, um den Glaube an die Menschheit wieder zu erlangen. Wie der nie geborene Sohn von Jana Palaske und Rainer Brüderle verfolge ich weiter meine Vision einer ebenso besoffenen wie friedlichen Welt. I'm totally honest. I drank a lot today, okay. But I'm doing this for world peace. How many bottles did you already? It's my second one now. Second one? Yeah, but I'm from Germany. I'm a heavy drinker. Das 14. Glas bringt die Erkenntnis. Nicht der Mensch ist das Problem, sondern die Grenzen, die er sich selbst gesetzt hat. Oh, ist das warm. Oh. Vielleicht ist es nur logisch, dass ein Trinker, der keine Grenzen kennt, sein Denken von der Bar in die Welt rülpst.
Wäre es nicht besser, wenn wir hier einen riesigen Stand hätten und eine riesige Maschine, nur eine Halle, wo alle stehen nebeneinander und wir mehr als Weltbürger denken würden, anstatt immer anzufangen mit, ja, unsere Kultur ist so und unsere Kultur ist so. Ja, das... Nein, ich finde gerade die... Das ist doch Schrott! Nein, das ist nicht Schrott. Ich finde es schon gut, dass sich die Kulturen hier zeigen können. Dass aber die sind doch uralt, die sind verstaubt, die Kulturen. In Spanien zum Beispiel, Stierkampf. Was kann denn der arme Stier dafür, dass da so ein Vollidiot mit ihm steht, mit so einer Fahne und will, dass der Stier da irgendwie durchläuft? Das Problem der Menschheit ist, dass sich alle im Kreis drehen. Jeder hat seinen eigenen kleinen fucking Scheißstand und keiner reißt mal seinen Stand ein, um ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, ich muss die Stände einreißen. Deswegen werde ich jetzt erstmal eine kleine Friedenspfeife der Liebe bauen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir es dann schaffen, die Leute dazu zu bringen, die Stände einzureichen. Da drüben sitzt übrigens Sven Feth, der legt gleich im Omen auf. Jede Wahrheit braucht einen Betrunkenen, der sie ausspricht. Fuck the borders, fuck the law. Everybody belongs together. This is a sign of freedom. Now I'm leaving, because I'm fucking drunk. Jede Revolution einen mutigen, der ihr voransteht. Hier laufen wahnsinnig viele Frauen mit großen Brüsten rum. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Jede Flasche Whisky ein, der sie austrinkt. Deswegen werde ich diese verfickte Mauer hier durchschneiden für euch. Diese ganzen Stände, die stinken mich hier an. Scheiße, ist das dick, Alter. Komm, einmal so bam, hier. Einmal so einen Stand eintreten. Die Mauer ist durch. Ja, das ist ein Zeichen des Friedens, das ich gemacht habe gerade mal. Das kann ja auch mal sein. Ja, weil es reicht hier langsam mit den Mauern. Ich bin Jacks stinkwütende Leber. I'm here for peace. We don't need no soldiers. Ein so ein Ding mal hochwerfen. Okay? Ein Ding mal so hochwerfen. Ja, das mache ich einfach nur mal so. Scheiße, ich muss hier weg. Die Bullen kommen gleich. Komm weiter. Alternative Heilmethoden für den Patienten Erde haben in unserer Gesellschaft ein ähnliches Image wie die FDP. Ach, hör auf! Mal eine Anzeige kriegen! Die Cola-Biertrinker hier wollen eine Revolution, die nicht wehtut. Das ist zwar ein lustiger Gag, aber es bringt halt nichts. Ja, wir lassen doch schnell die Abfahrt. Ja, lass jetzt die Bullen. Konflikte, Länder und Differenzen sollen weggekuschelt werden. Xavier Naidoo statt Dieter Bohlen. Kann ich was singen? Das Voice of Germany unter den Rebellionen. We are the world, we are the children, there are choices we are made. Ah. Jetzt wurde mir der scheiß Strom abgestellt. Gehen Sie bitte von der Bühne. Obwohl ich mit meinen Friedensbemühungen auf einem guten Weg bin, scheitert mein Umschutzversuch noch auf der Zielgerade. Das ist jetzt nicht so die ganz gute Idee. Ich glaube, du hast schon an vielen Ständen was genommen. Der alkoholische Frühling wird niedergeschlagen. Choices we have. So Kofi Annan lässt sich nicht blicken. Ganz kurze Frage, ist das hier für Fernsehen alles fake und Sie verarschen die Leute? Oder? Nein, wir verarschen nicht die Leute. Ich möchte an Sie appellieren, dass Sie vielleicht in Ihrer Wortwahl, auch wenn es untereinander ist, ein bisschen aufpassen, wie Sie Ihre künstlerische Freiheit gestalten. Am Abend bin ich wieder dort, wo ich herkam. Die Kameras sind abgeschaltet und mit jedem Schluck verschwimmen die Erinnerungen an den heutigen Tag. Was von der Revolution übrig bleibt, ist eine Flasche Single Malt und die Gewissheit, dass sie mich nie wieder bitten werden, meine Bar zu verlassen. Charles Ostowski, ne? Und bei all dieser Menschlichkeit, die Charles da so an den Tag legt, bleibt halt ein weiteres Manko. Er ist leider einfach nicht der Hellste. Und so kam es halt dazu, dass auf all diesen Ständen, wo er sich rumgetrieben hat, hat er, und jetzt kommt der Knaller, geklaute Visitenkarten von unserem Chef verteilt. Und so auch an dem Stand, wo er alles zerstört hat. Und die haben sie sich nehmen lassen, uns einen Brief zu schreiben. Mit Adresse, mit Namen, mit allem. Ne? Ganz schlau. So, und hier steht jetzt sehr geehrter Herr Geier, das ist unser Chef, ja. Wegen des von Frau bezeugten Vorfalls an unserem ITB-Messestand am oben benannten Tag sehen wir uns veranlassen, Sie als Verursacher eines Sachschadens, namentlich der mutwilligen Beschädigung eines Werbeaufstellers des Ritterturniers in San Bebel in Regress zu nehmen. Nicht? Ja, und sehr gut, jetzt kommt der gute Part. Wie Sie selbst gegenüber Frau direkt nach dem Übergriff erklärt haben, hatten Sie in Anführungsstrichen etwas zu viel getrunken. Was ihr grobes Verhalten war, keinesfalls rechtfertigt. Da sie nachweislich mit physischer Gewalt einen Schaden an unserem Werbemittel herbeigeführt haben, bitten wir sie umgehend, den Betrag von 630,70 Euro
als Herstellungskosten bla 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 irgendwohin zu überweisen. Sollten Sie dieser Aufforderung zeitnah nicht nachkommen, sehen wir uns gezwungen, weitere Schritte einzuleiten. Da Ihr aggressives Verhalten unser Standpersonal schockiert hat, erwarten wir auch eine Entschuldigung Ihrerseits. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Ihr Auftreten dem Image Ihrer Firma und Ihrer Auftraggeber zuträglich ist. Da muss ich leider widersprechen. Also, es war sehr zuträglich, aber sehr teuer auch. Ja. Aber ganz ehrlich, hat sich da das Ritterturnier St. Wedel oder was nicht ein bisschen über den Tisch ziehen lassen? 630 Euro für einen Pappaufsteller, seid ihr eigentlich blöd? Könnt ihr mal lieber Kitas von finanzieren da in St. Wedel? Wirklich. Kindergärten, sowas. Darauf dringe ich. Ja, darauf ein Ritterturnier. So. Jetzt kommen wir zu einem Mann, der uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt, das muss man schon sagen. Ja, er sucht sich die Fernsehsendung raus wie die Rosinen. Ja, er geht nicht überall hin, nur dahin, was gerade halt ist, wenn er hier ist. Ja? Also, meine Damen und Herren, hier ist Paul van Dyk. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, ein wunderschöner Tag. Ist natürlich erstmal die obligatorische Frage, was mich ja wirklich brennend interessiert. Wo kommst du her? Wo geht's heute Abend noch hin? Ich komme aus London und heute geht's noch Richtung Wolfsburg. Richtung Wolfsburg? Oh, exotisch. Ja. Also heute für VW arbeiten? Nee, das nicht. Nein, ach so, okay, hätte ja sein können. Das heißt also, heute ist ein verhältnismäßig entspannter Tag, aber es kann auch schon mal sein, dass es irgendwie heißt Belgien, Mexiko und dann zurück über Ulaanbaatar und dann wieder nach Berlin für einen Kaffee und dann weiter nach New York. Also hin und wieder schon. Das Schöne ist ja, dass elektronische Musik eben wirklich ein globales Phänomen ist und insofern überall stattfindet. Wie viele Flüge hast du denn in so einem Jahr? Also 365 Tage hat man. Wie viele Tage davon sitzt du im Flugzeug? Ich glaube, wir haben mal in so einer Statistik das mal so zusammen und ich glaube, ich war komplett in der Luft so für 2 Monate. Also tatsächlich, glaub, wir sind Stück. So 16, ja, 16 Mal um die Welt, ne? Ja, genau. So, also wenn man es ausrechnet, ja. Das ist natürlich, kann ich immer nur wieder sagen, es ist halt natürlich klar, irgendwo in Berlin entstanden, als kleine Subkultur, aber eben immer größer geworden. Und deswegen ist es eben einfach so, dass man die Leute in Südamerika genauso mit der Musik beglücken kann wie hier oder in Australien oder sonst wo. Gibt es denn Unterschiede? Also, dass du sagst, weil du machst ja immer, du die einzelnen Elemente, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären, mixt du ja live zusammen. Das heißt, es ist nicht so, dass du deine CD reinschiebst und sagst, guck mal, habe ich gemacht, sondern du machst das ja tatsächlich, du stellst es her auf der Bühne. Und gibt es da Unterschiede in den verschiedenen Ländern? Also absolut. Also es ist natürlich so, ich habe natürlich eine klare Vorstellung von dem, was ich da machen möchte. Und ansonsten ist es abhängig von der Interaktion mit den Leuten vor Ort. Und die ist natürlich überall anders. Ja, und was mich immer besonders interessiert, was ich immer sehr, sehr unterhaltsam finde, ist jetzt mal auch abseits von der tatsächlichen musikalischen Ebene, Bands erzählen immer die lustigsten Geschichten aus Asien, wie sich das Publikum verhält. Also eine sagen, die sauen alles voll, danach räumen sie aber alles wieder auf, bevor sie nach Hause gehen. Stimmt das? Also ich bin meistens nicht da, wenn sie dann zum Aufräumen kommen, aber der Punkt ist schon, dass die sehr, sehr emotional sind. Also gerade wenn man sich so Japan anschaut, ich glaube, weil die in doch einem sehr strukturierten Lebensumfeld agieren. Die rasen da richtig aus, ne? Ja, die sind da völlig dabei. Also die sind auch wirklich dann total emotional. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo die wirklich die ganze erste Reihe geheult hat und ich dachte, so schlecht war das jetzt auch nicht. Und die waren halt einfach irgendwie völlig begeistert und die sind dann einfach so dabei. Ja, ich würde auch gerne noch mal gleich über die Anfänge sprechen, weil mich da auch einiges interessiert. Aber vorher möchte ich mal in das reinschauen und reinschauen lassen, ne? Ihr natürlich auch, was Paul van Dyk momentan so macht. Eternity heißt das Ganze, ist erschienen am 16.03. schon, also kann man alles schon kaufen, Single und... Nee, die ist heute. Heute ja, das Album. Ja. Ja. Aber die Single? Das kann sein. Ja. Also, du warst lange in der Luft, ne? Ja, kriegt man nicht mehr so mit dann irgendwann, ne? Ist ja auch egal. Also, ihr könnt alles Mögliche kaufen von Paul van Dyk, zum Beispiel das hier. Und so sieht das Ganze aus.
Was mich interessiert ist, mittlerweile ist es natürlich so, dass du ja quasi mit bestimmten Leuten gar nicht mehr in Kontakt kommst, weil du ja natürlich auf so einem Weltniveau mittlerweile spielst, dass du da einfach rein und dein Dings machst und alles wird so vorbereitet. Ja? Aber wenn man so anfängt, ne, dann geht man doch wirklich den harten Weg. Also wirklich die Ochsentour und überall mal spielen und dann ist vielleicht dann auch mal beim Veranstalter auf dem Sofa pennen und so. Die Zeiten hattest du doch sicherlich auch. Also natürlich, also ich bin auch jetzt noch nach wie vor in sehr engem Kontakt zu den Leuten, zu den Veranstaltern, genauso wie die Leute, den Leuten, mit denen wir da irgendwie gemeinsam arbeiten. Aber natürlich ging es auch schon mal so los, dass man dann im Zweifelsfall irgendwie auf der Couch übernachtet hat. Ja, aber ist das nicht, also ich meine, du bist ja ein sehr weltgewandter, sehr, ja, ich möchte fast sagen, ja, der Gentleman-Raver, ja, unter den, so, und bist irgendwie... Entschuldigung, darf ich mal kotzen, oder was? Ja, ja, gerne, ja, ja, das habe ich mir abgeguckt von Henry Maske, der war der Gentleman-Boxer, du bist der Gentleman-Raver, ja, und Jesus, manchmal kommt man ja schon mit Leuten zusammen, ich meine, so Disco-Besitzer, Techno-Party-Veranstalter, das ist ja auch ein ziemlich Karussellbremser-Volk manchmal, ne? Wie gehst du da als jemand, der... vielleicht dann einmal mehr um die Ecke denkt mit solchen Leuten um. Hat das früher genervt? Ich glaube, irgendwie man muss die Leute letztendlich auch ein Stück weit so nehmen, wie sie dann da eben daherkommen und dann drauf eingehen. Also ich glaube, es macht wenig Sinn zu versuchen, die zu verändern oder dann in dem Moment denen irgendwie aufzudrücken, wie man selber denkt. Insofern kommt man dann mit den Leuten auch klar. Du bist ein Diplomat, ne? Aber nervt's manchmal? Natürlich gibt es auch Leute, wo man dann einfach sagt, oh nee, das muss jetzt nicht sein. Ja, der kommt dann wieder an, hat schon so eine halbe Flasche Jägermeister drin und sagt, du, ich bin auch DJ, kann ich dir mal was schicken? Wie gehst du damit um? Ja, dann sage ich dem, wo sie es hinschicken sollen. Ne? Ah ja, genau. Genau. Bitte einmal an den ZDF-Fernsehgarten und viel Spaß. Ja. Gut, wir haben noch eine Sache. Du bist ja auch sozial sehr engagiert. Ne? Mhm. Machst alles Mögliche. Ich glaube, das ging in Mumbai los. Ne? Ja. Und mittlerweile international total. Und deswegen solltest du auf diese Charity-Aktion auch nicht verzichten. Du musst ja jetzt nicht reinpipi, oder? Reinpipi? Wenn du unbedingt willst, kannst du da auch noch drauf wissen. Aber darum ging es eigentlich nicht. Ja? Gut. So, wir sammeln hier Spucke von Prominenten für einen guten Zweck. Da waren schon... alle mit dabei, ne? Und ich hätte jetzt gerne, also so in der, vielleicht schaffst du es, einen rauszuholen, so in der Farbe deiner Haare. Ich hatte zwar gerade einen Kaffee, aber ich glaube, dafür reicht's nicht. Einfach mal schön rein, da nicht reingucken, das ist ein Fehler. Oh nee. Ja, nicht. Das ist für einen guten Zweck, das ist für, okay, jetzt würde ich für Alte oder für Kinder, mal gucken. Für Alte oder für Kinder? Spucke, ja, für Alte, das ist jetzt ein bisschen gemein. Spucke für alte Leute, weil die ja natürlich wenig haben durch die Dritten. Ja, okay, er hat's getan, ich hab's gesehen. Also, ein großer Applaus für das soziale Engagement von Paul von Dietz. So, wenn ihr das haben wollt, ne? Liebe, hier, das sagt man gleich wieder, aber liebe Raver, ne? Wenn ihr das haben wollt, ne? Dann neoparadise.zdf.de. Das aktuelle Gebot liegt bei 66 Euro, da kommt man doch noch drüber, oder? Wie so ein Messi-Trikot bei Gottschalk Live, das waren 12.000 am Schluss oder so. Das will ich damit auch erreichen. Das kann man sich noch anziehen, aber das damit kannst du. Könntest es natürlich auch selber. Damit kannst du dich einreiben. Selber zurückersteigern. Du, ja, kannst ja auch deine eigene Spucke dir zurückholen. Ich glaube, wenn du anfängst mitzubieten, wird es spannend. Peinlich war es jetzt nicht. Nee, okay, gut. Du kannst dann einen Superstar aus der DNA formen. Ach so. Ja. Nämlich, wenn man das nämlich nicht macht. Ja, und deswegen sage ich erstmal vorher schon mal herzlichen Dank an Paul von Dyk, der heute unser Gast war und gerne immer wieder eingeladen ist. Herzlichen Dank, Paul von Dyk heute. Ja, wenn man nämlich keine gute DNA hat und trotzdem sagt, komm, drauf geschissen, ich will trotzdem Musik machen, dann kommt das dabei raus. Es ist vielleicht, es gibt Leute, die bessere Musik machen, aber wenige so unterhaltsam, meine Damen und Herren. Hier sind sie, unsere Freunde Hasenscheiße. Ich kann die Schicht herum, ich dreh die Wurst herum, ich bin der Wärmt und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kalle grill ich immer Wirt und alle Fleisch und Würste grillen, ist alles, was ich will. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum, ich bin der Wärmt und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kalle grill ich immer Wirt und alle Fleisch und Würste grillen, ist alles, was ich will. Und leckere Wurst hab ich wie wild beim letzten Dorffest erst gegrillt. Da kam Soja aus dem Nachbarort Besuch. Ich grillte viel, ich grillte flott, ich grillte wie ein junger Gott. Nur bewaffnet. Ja. So, aber eine Sache können und möchten wir nicht vergessen. Super coole Dinge in Unzeitlupe. Wir haben es eben schon angeteased und es war fies an der Stelle, wo wir rausgegangen sind. Das wissen wir, aber jetzt kommt der zweite Teil. Was wird der Lümmel machen? Trinkt er das Wasser und vielleicht sogar das ganze Glas? Hier kommt die Auflösung.
Jetzt kommen wir zum musikalischen und optischen Höhepunkt der Sendung. Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass es romantisch wird, aber jetzt gibt es ein volles Brett. Bei uns heute zu Gast Blood Red Shoes. Sie kommen aus Brighton in England. Die ganze Redaktion hat sich schon in die Sängerin verliebt. Ich möchte an dieser Stelle professionell bleiben und einfach nur weiter ansagen. Sie spielen ihren Song Cold. Das Album In Time to Voices ist letzte Woche schon erschienen. Ihr solltet euch es kaufen. Es ist sehr, sehr hörenswert. Und wer noch nicht überzeugt ist von dem, was ich jetzt gesagt habe, kann sich jetzt überzeugen. Hier sind Blood Red Shoes mit Cold. Die Republik rauf und runter, Blood Red Shoes, wer sie sehen will, gerne bald auch bei euch in der Nähe. So, nächste Woche gibt es auch wieder Neo Paradise, wir freuen uns sehr drauf. Zwei Titanen des Wortes werden sich treffen, oder? 100 Leute haben wir gefragt, wer soll kommen, Werner Schulze-Erdl war die Antwort. Und Frank Plasberg kommt auch noch, Marina The Diamonds stehen auf der Bühne. Jetzt ein schönes Wochenende und nächste Woche Donnerstag sehen wir uns hier wieder. Ist das richtig? Das ist richtig und ja. Wunderschön zugleich. Schönes Wochenende, Dankeschön. Wiedersehen. Gut, ne? Tschüss, freut mich. Bis nächste Woche. Freut mich dir wieder. Ja, freut mich dir wieder. Spaß gemacht. So, lass ihn dann. Das ist, wenn er sich ehrlich freut, ne? Wenn er sich ganz ehrlich, wenn er sich so richtig ehrlich freut wie gerade, dann ja. Freue ich mich immer, dass er so diese menschliche Seite auch in der Show.
Ich weiß, dass das so weibisches Gekeife ist, ne? Aber ich muss die Feelings rauslassen. Ne? Ja, das ist gut. Die Gefühle. Die Gefühle. Ist das nicht total absurd, wenn du wirklich in Amerika so mega, also hast du da Ruhe, kannst du dich da frei bewegen, weil Billboard Top 10? Auf jeden Fall, aber es war für mich auch freaky, wenn du da irgendwo in Amerika an einem Flughafen sitzt, in einem kleinen Örtchen, in einem Staat und es spricht dich jemand auf dem Foto an. Oder du kommst gerade aus New York und läufst wirklich durch die Stadt und jemand erkennt dich. Natürlich ist das für mich auch komisch, aber keine Ahnung, man gewöhnt sich natürlich auch dran. Aber es ist eben Amerika so ein großes Land, es ist nicht so, als ob ich da, ich glaube, Beyoncé leuchtet da durch die Stadt rum und wird nicht genervt. Also da werde ich schon lange in Ruhe gelassen. Beyonce. Entschuldigung, wenn du das nicht trinkst, dann muss ich trinken. Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen heute. Bin ich jetzt nicht in meinem privaten Problem belästigen, aber es ist wirklich so. Vielleicht hilft Trinken ein bisschen. Konterbier. du hast auch einen wahnsinnig musikalischen Vater. Ja. Der ist, glaube ich, hauptberuflich Jazzmusiker? Ja, also der ist jetzt in Rente, aber der hat 30 Jahre bei der WDR Big Band Trombone gespielt, ja, Posaune. Ist es denn so, dass man deinem Vater erklären konnte, was du da für Musik machst? Also freut sich der Papa da oder sagt er dann so, Mädchen, das ist doch nichts. Was machst du? Barbara bringt dir auch was. Oh. Ja, Knaller. Geil, danke. Barbara, hör doch auf. Prost. Oh, cheers. Ja, ne? Wollen wir ein Bruderschaft trinken? Ohne Knuschen. Ja. Geil, dass wir uns einig sind. Um zurück zur Frage zu kommen. Er war am Anfang nicht riesig begeistert, aber jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, mein größter Fan. Der ist ganz, ganz süß. Also der kann nicht in irgendeinen Pub gehen in England, ohne zu sagen, hier übrigens, kennt ihr Cascada? Das ist meine Tochter. Und dann packt er das Handy aus. Wirklich? Ja, ja. Das ist ganz, ganz niedlich. Das macht mein Vater mal bei Kaisers an der Kasse. Das macht er bestimmt wirklich. Nee, aber der erhofft sich ja nochmal, dass er die Sachen umsonst kriegt. Oder die... Oder wenn sie ihn wieder beim Klauen erwischt haben. Das ist eine Freikarte. Guck mal, das ist jetzt relativ eklig, was ich dir hier präsentiere. Das ist, ich musste jetzt kurz unhöflich aufstehen, die gesammelte Rotze der deutschen A-Liga. Ey, ist da ein Kaugummi drin? Ja, das ist von mir. Und das ist wirklich so von Jan Delay über Kraftklub, über Sido, ne? Alle haben sie da reingerotzt. Hier, die Turntable Rocker waren letzte Woche auch da. Und wir wollen diese gesammelte Rotze von allen deutschen Stars zu einem guten Zweck versteigern. Wir wissen auch keinen guten Zweck. Im Zweifel auch einfach nur für uns hier intern das Geld. Aber wir würden uns halt sehr freuen, wenn du da mit reinrotzt. Nimm ruhig noch mal einen kräftigen Schluck. Aber dann ist ja nur Bier drin. Nee, also du sollst nicht das Bier reinspucken. Also einfach, ich dachte, um so ein bisschen... Nicht das Bier, richtig Rotze. Hey, ich habe schon was gesammelt hier. Hey? Ja. Aber ich will nicht so... Ja, heute muss ja nicht grün sein. Ja. Nee, du kannst aber ruhig... Wow! Ah. Boah, guck mal! Ah, wie toll! Das ist ja... Auferstehen, damit es weitergeht. Sneaky Jesus. Mein neues Synonym. Jesus Winterscheid, ist auch gut. Nicht Joko Winterscheid. Ja. Beeindruckende Leistung. Danke, danke. Kann man machen. Danke, 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 danke. Und damit ihr inhaltlich gar nicht erst rauskommt, da haben wir eine Band im Schrank, die uns auch ostermäßig hier direkt mal auf dem christlichen Pfad für einen Meter mit uns geht, meine Damen und Herren. Sie heißen Hasenscheiß und hören sich auch so an. Viel Spaß. Unbedingte Ding, alles nach der Suche nach dem unbedingten Ding. Unbedingte Ding, unbedingte Ding, alles nach der Suche nach dem unbedingten Ding. Ich brauche unbedingt was Neues, das Alte ist mir eine Stadt, muss bleiben und dabei die Fischer, da muss man frischen auf dem Tisch. Vielleicht die unbedingte Liebe, die unbedingte Frau, der unbedingte Kerl und auch unbedingt. Genau! Unbedingte Ding, unbedingte Ding, alles nach der Suche nach dem unbedingten Ding. Unbedingte Ding, unbedingte Ding, alles nach der Suche nach dem unbedingten Ding. Bam, bam, here comes the man. Everybody going crazy to the sound. Hey, I'm looking for the unbedingte Ding. Maybe I can find a little wrestling ring. Unbedingte Ding, unbedingte Ding. Alle Leute suchen nach dem unbedingten Ding. Unbedingte Ding, unbedingte Ding. Alle Leute suchen nach dem unbedingten Ding. Ihr wollt wissen, was zur Hölle ist dieses unbedingte Ding? Und man kann es nicht erklären. Das ist ein neuer Move. Was ist das denn, Violetta? Und eine Rose. Nee, hier. Also ihr seht, Violetta hat immer so gemacht. Hast du was mit einem Chamäleon gehabt? Du machst immer so jetzt. Ja, vielleicht schwitzt Violetta über die Zunge. Oh, Violetta, mach das. Das ist sexy. Kannst du dir so sexy über die Oberlippe lecken? Violetta? Kannst du dir sexy über die Oberlippe lippen? So lecken? So?
Ja, komm, jetzt ist, ne? Sendezeit ist kostbar, auch bei ZDF Neo. So. Oh, sie ist eine sehr erfolgreiche Musikerin. Sitzt bei DSDS in der Jury, kennt alle Assi-Diskotheken der Welt in- und auswendig, denn da tritt sie ganz gerne mal auf. Aber sie ist einen harten Weg gegangen. Sie ist unfassbar erfolgreich. 30 Millionen verkaufte Platten sprechen eine sehr deutliche Sprache. Hier ist Natalie Horler von Cascada. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Setz dich einfach neben mich. Man muss ja die erste Frage, die sich so wirklich aufdrängt, ne? 30 Millionen verkaufte Platten und dann sitzt du bei DSDS in der Jury. Was ist denn bei dir falsch gelaufen, Kim? Da passt doch. Nee, ich meine, hat man da nicht ausgesorgt nach 30 Millionen verkauften Platten? Nee, also ich glaube... Immer wird in alle Flaschen Wurst und Grill, ist alles, was ich will. Und leckere Wurst hab ich wie wild beim letzten Dorffest erst gegrillt. Da kam Soja aus dem Nachbarort Besuch. Ich grillte viel, ich grillte flott, ich grillte wie ein junger Gott. Nur bewaffnet... Ja. Und möchten wir nicht vergessen. Super coole Dinge in Unzeitlupe. Wir haben es eben schon angeteased und es war fies an der Stelle, wo wir rausgegangen sind. Das wissen wir, aber jetzt kommt der zweite Teil. Was wird der Lümmel machen? Trinkt er das Wasser und vielleicht sogar das ganze Glas? Hier kommt die Auflösung. Kommen wir zum musikalischen und optischen Höhepunkt der Sendung. Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass es romantisch wird, aber jetzt gibt es ein volles Brett. Bei uns heute zu Gast Blood Red Shoes. Sie kommen aus Brighton in England. Die ganze Redaktion hat sich schon in die Sängerin verliebt. Ich möchte an dieser Stelle professionell bleiben und einfach nur weiter ansagen. Sie spielen ihren Song Cold. Das Album In Time to Voices ist letzte Woche schon erschienen. Ihr solltet euch es kaufen. Es ist sehr, sehr hörenswert. Und wer noch nicht überzeugt ist von dem, was ich jetzt gesagt habe, kann sich jetzt überzeugen. Hier sind Blood Red Shoes mit Cold. Man muss ja die erste Frage, die sich so wirklich aufdrängt, ne? 30 Millionen verkaufte Platten und dann sitzt du bei DSDS in der Jury. Was ist denn bei dir falsch gelaufen, Kim? Da passt doch. Nee, ich meine, hat man da nicht ausgesorgt nach 30 Millionen verkauften Platten? Nee, also ich glaube, vor 30 Jahren ungefähr hätte man wirklich ausgesorgt. Aber heutzutage mit den ganzen Illegal Downloads etc., da wirst du nicht mehr reich von. Da musst du echt auf die Bühne gehen, jeden Abend. Aber ich meine, 30 Millionen Verkaufte sind ja 30 Millionen Verkaufte. Du kriegst für jede Platte 50 Cent, ergo 15 Millionen auf deinem Konto. Ah, es ist alles nicht so einfach. Nee. Da sind noch mal 15.000 Leute, denen man es auch noch geben muss. Ach so, ja? Ja. Drückst du Geld ab? Ja.
so Schmiergelder. So, GZ und so. GZ. Schmiergelder an euch. Wir haben eine neue goldene Regel hier, weil wir sind ja eine Show und da brauchen die Gäste auch was zu trinken, damit sie bei Laune bleiben. Ich würde dir gerne folgende Getränke anbieten. Wir haben folgendes zur Auswahl. Bier mit Cola, Bier mit Limo, Bier mit Bier oder nix. Bier mit Cola. Bier mit Cola. Kann ich auch was trinken? Kann ich auch was trinken? Ja, aber das heißt, wahrscheinlich in den Diskotheken, wo du auftrittst, heißt das Drecksack. Ne? Ja. Ja. Hier mit aber Cola. Ich muss sagen, ich bin da ganz langweilig geworden. Also wenn ich selber am Arbeiten bin in den Diskos, dann trinke ich auch keinen Alkohol. Trinkst du nicht? Nee. Hinter der Bar oder wenn du früher brauchte ich echt ein paar Jägermeister, um auf die Bühne zu gehen. Daniel. Vielen Dank. Assistentin Barbara. Da ist sie eben schon. Letty, wie süß. Das ist wirklich mein Spitzname. Wirklich? Ja, krass. Wo haben wir das denn her? Frag mich was. Aber ist der, ich habe gerade eben so abwertig gesagt, du kennst die ganzen Assi-Diskotheken in- und auswendig. Ja, ich habe da drin gekichert. Ihr glaubt es nicht. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber das fand ich ganz lustig. Ja, schade. Nee, aber ist das so? Kennt man wirklich diese? Ist jeder Auftritt bei dir mit so einem mit so einer Assi-Disse verbunden? Oder ist natürlich nicht. Assi-Disco darf man natürlich nicht so sagen. Aber man, Disco. Ich glaube, man muss heutzutage wirklich... Es gibt auch kleinere. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, man muss einfach viel tun, man muss viel reisen, man muss rumtouren und so ziemlich alle Läden abklappern auf gut Deutsch. Also wir haben schon viel gesehen, ja. Sie sind nicht alle Assi, aber wir waren natürlich auch ein paar Assi-Schuppen. Das gehört dazu. Du bist, ich habe es gerade eben schon angesprochen, bei DSDS in der Jury. Wie kommt denn das dazu tatsächlich? Ich meine, du bist natürlich Musikerin etc., aber ist das was, wo du selber gesagt hast, oh geil, habe ich Bock drauf? Oder kommen die eher auf einen zu und überzeugen einen dann am Ende davon? Weil es ist ja schon, wir sind relativ im gleichen Alter, ohne das werten zu meinen. Und das mache ich wirklich ehrlich. Ich gucke es mir einfach nicht mehr an, aus diversen Gründen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn man eine ganz ehrliche Haltung dazu hat. Ich bin doch schon ein Grund, wie du es gucken sollst, oder? Ja, aber du sitzt ja jetzt auch hier und dann muss ich ja nicht mehr gucken. Na dann. Nee, ganz ehrlich, ich wurde natürlich angesprochen da drauf und ich hatte auch wirklich Lust drauf, auf jeden Fall. Und es hat auch nicht so mit zu tun. Ich hatte generell Interesse, mal in so einer Jury zu sitzen. Diese ganze Casting-Show-Gedöns ist ja jetzt schon seit längerem überhaupt bekannt und ganz, ganz doll beliebt, wie wir sehen. Und DSDS ist vor allem in Deutschland wirklich das Größte und da hat mich das auf jeden Fall gereizt. Wie ist denn der Dieter so? Geht im Regress zu nehmen, nicht? Ja, und sehr gut, jetzt kommt der gute Part. Wie Sie selbst gegenüber Frau direkt nach dem Übergriff erklärt haben, hatten Sie in Anführungsstrichen etwas zu viel getrunken? Was ihr grobes Verhalten war, keinesfalls rechtfertigt. Da Sie nachweislich mit physischer Gewalt einen Schaden an unserem Werbemittel herbeigeführt haben, bitten wir Sie umgehend, den Betrag von 630,70 Euro als Herstellungskosten, bla bla bla, irgendwo hin zu überweisen. Sollten Sie dieser Aufforderung zeitnah nicht nachkommen, sehen wir uns gezwungen, weitere Schritte einzuleiten. Da Ihr aggressives Verhalten unser Standpersonal schockiert hat, erwarten wir auch eine Entschuldigung Ihrerseits. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Ihr Auftreten dem Image Ihrer Firma und Ihrer Auftraggeber zuträglich ist. Da muss ich leider widersprechen. Es war sehr zuträglich, aber sehr teuer auch. Ja. Aber ganz ehrlich, hat sich da das Ritterturnier St. Wedel oder was nicht ein bisschen über den Tisch ziehen lassen? 630 Euro für einen Pappaufsteller, seid ihr eigentlich blöd? Könnt ihr mal lieber Kitas von finanzieren da in St. Wedel? Wirklich. Kindergärten, sowas. Darauf trinke ich. Ja, darauf ein Ritterturnier. So. Jetzt kommen wir zu einem Mann, der uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt, das muss man schon sagen. Ja, er sucht sich die Fernsehsendung raus wie die Rosinen. Ja, er geht nicht überall hin, nur dahin, was gerade halt ist, wenn er hier ist. Ja? Also, meine Damen und Herren, hier ist Paul van Dyk. Hallo. Ja, ein wunderschönen guten Tag. Ist natürlich erstmal die obligatorische Frage, was mich ja wirklich brennend interessiert. Wo kommst du her? Wo geht's heute Abend noch hin? Ich komme aus London und heute geht's noch Richtung Wolfsburg. Richtung Wolfsburg? Oh, exotisch. Ja. Also heute für VW arbeiten? Nee, das nicht. Nein, ach so, okay, hätte ja sein können. Das heißt also, heute ist ein verhältnismäßig entspannter Tag, aber es kann auch schon mal sein, dass es irgendwie heißt Belgien, Mexiko und dann zurück über Ulaanbaatar und dann wieder nach Berlin für einen Kaffee und dann weiter nach New York. Also hin und wieder schon. Das Schöne ist ja, dass elektronische Musik eben wirklich ein globales Phänomen ist und insofern überall stattfindet. Wie viele Flüge hast du denn in so einem Jahr? Also 365 Tage hat man. Wie viele Tage davon sitzt du im Flugzeug? Ich glaube, wir haben mal in so einer Statistik das mal so zusammen und ich glaube, ich war komplett in der Luft so für 2 Monate.
Also und tatsächlich, ich glaube, wir sind so 16, ja, 16 Mal um die Welt, ne? Ja, genau. So, wenn man es ausrechnet, ja. Das ist natürlich, kann ich immer nur wieder sagen, es ist halt natürlich klar, irgendwo in Berlin entstanden, als kleine Subkultur, aber eben immer größer geworden. Und deswegen ist es eben einfach so, dass man die Leute in Südamerika genauso mit der Musik beglücken kann wie hier oder in Australien oder sonst wo. Gibt es denn Unterschiede? Also, dass du sagst, weil du machst ja immer du die einzelnen Elemente, das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, mixt du ja live zusammen. Wurde natürlich angesprochen darauf und ich hatte auch wirklich Lust drauf, auf jeden Fall. Und es hat auch nichts damit zu tun. Ich hatte generell Interesse, mal in so einer Jury zu sitzen. Diese ganze Casting-Show-Gedöns ist ja jetzt schon seit längerem überhaupt bekannt und ganz, ganz doll beliebt, wie wir sehen. Und DSDS ist vor allem in Deutschland wirklich das Größte und da hat mich das auf jeden Fall gereizt. Wie ist denn der Dieter so? Geht man danach mit Dieter noch ein Bier trinken und dann erzählt er einem Suff so unangenehme Geschichten aus seinem Privatleben? Oder? Nee, das nicht, aber wir verstehen uns wirklich gut. Ja. Und ich meine, man weiß das vorher natürlich mit neuen Kollegen überhaupt nicht. Und natürlich sind da bestimmte Rufe, die einem ins Ohr geflüstert werden. Aber ohne Witz, ich kann da nur total positiv reden. Also wir machen unheimlich viel Spaß miteinander. Beide, Bruce und Dieter, sind sehr, sehr ehrlich und direkt. Und ich mag Bruce das. Bruce sitzt da ja auch. Nee, bitte? Ja, ja. Das habe ich auch, bei der Vorbereitung dachte ich auch so, da ist er. Da haben wir total vergessen, ne? Was da der outet, ne? Ja, das ist. Du, wir können ja ganz kurz uns einkriegen. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, super coole Dinge in Zeitlupe hier mal etabliert. Ja, super uncoole Dinge in Zeitlupe ist der richtige Titel gewesen. Weil wir so eine wahnsinnig teure Kamera haben. Die haben wir jetzt einfach beiseite gelegt, weil das totaler Nonsens ist. Weil wir haben super. Ach, das habe ich gleich aufgeschrieben, weil ich diesen Namen so schwer finde. Super coole Dinge in Unzeitlupe haben wir jetzt, ja? Wir brauchen diese Kamera nicht, weil es gibt Dinge, die sind normal so geil, da braucht man eine super teure Kamera. Guck mal hier, das ist wirklich unglaublich. Von dir im Vorfeld. Ja, also Iveke, The Dancefloor und so kennt ja jeder. Man kennt das ja von den Abenden, wenn man unterwegs ist. Du machst aber auch, und das fand ich ganz spannend, das habe ich, glaube ich, im Frühstücksfernsehen gesehen, so Akustik-Unplugged-Versionen von deinen, ich sag jetzt einfach mal, wahrscheinlich ist die Dance falsche... Dance-Nummern. Genau, ja. Wie zum Geier? Ich meine, ist das nicht was, wo man dann ehrlich sagen könnte, wir machen direkt so akustische Musik? Ganz ehrlich, mir macht ja alles Spaß auf jeden Fall. Aber Dance-Musik ist einfach so, dass ich davon leben kann. Lass uns mal ehrlich sein, das kommt halt an. Popmusik ist halt unheimlich populär. Und da, so brauche ich nicht im Büro sitzen, sondern kann meinen Traum leben. Aber ab und zu, dass ich die Möglichkeit bekomme, da unplugged was zu machen, ist für mich ganz, ganz toll. Weil auch kredibilitätsmäßig kannst du auch mal zeigen, dass du wirklich singen kannst. Das ist leider ein Stigma, was Dance-Artists haben. Dass irgendwie, die können nichts, das ist alles auf dem Computer. Ist in meinem Fall jedenfalls nicht so und ich singe unheimlich gerne und ich hast du fleißig so Montag gesehen hier Frau Honecker? Der Sturz. Ja, habe ich gesehen. Ja. Ja, toll. Unfassbar. Das. Ja, ja, auch. Was sie ja für einen Schwachsinn gelabert hat. Ja, nee, aber wirklich auch eine sehr gute Quote. Ne? 4,3 Millionen. Ne? RTL hat sich das natürlich auch anguckt, gesagt, auf demselben Sendeplatz könnten wir die doch Behinderte verkuppeln lassen. Ja? So tolle Quoten. Ja. Aber es war auch noch Promi-Boxen hier. Da war ich wirklich erschrocken, wie deformiert da manch einer aussieht. Und dann sagt man mir auch noch, dass der Axel Schulz gar nicht mitgeboxt hat. Axel Schulz war ja Moderator. Genau, ja? Und mein Lieblingsmoderativer Moment von Axel Schulz war, als er zu einem der Trainer ging und sein Interview darauf beschränkte zu sagen, ja, dann sag mal deine Sachen. Das ist toll, oder? Gleich, wenn Paul von Dyk kommt, ne? Sag mal deine Sachen. Dann darf der 10 Minuten und geht dann wieder. Wir machen uns immer vor den Kopf. Ja, aber auch hier wirklich ganz toll, ne? Indira gegen Michaela Schäfer. Das war, als wenn so zwei besoffene Töchter von verfeindeten Kirmesfamilien hinterm Autoscooter ausrasten. Mit was hat die denn trainiert? Mit der Bud Spencer DVD-Box? Ich fand es ein bisschen wie bei Rocky, nur dass die Schweinehälfte dann selber geboxt hat. Naja, gut, das sind alles Themen. Aber wir möchten uns natürlich nicht nur damit beschäftigen, sondern liebe Christen draußen bei YouTube. Wir haben eine Spezialausgabe unserer Bewegung stehen, damit es weitergeht. Bitte sehr.
2011 haben zwei Fernsehsonderlinge eine politische Bewegung ins Leben gerufen, die den Weltenlauf in seinen Grundfesten zum Erliegen brachte. Stehen, damit es weitergeht, wurde zum Symbol einer neuen Form von Protestkultur. Elegant, effektiv, flexibel. Doch ein Protest ist nur so lange lebendig wie seine Protagonisten. Deshalb geht auch Ostern 2012 ein mutiger Mann erneut auf die Straße. Auferstehen, damit es weitergeht. Trauen Sie Ihren Augen und grüßen Sie Ihre Familien. Drum und wird nicht genervt. Also da werde ich schon lange in Ruhe gelassen. Ganz, Entschuldigung, wenn du das nicht Prost. Trinkst, dann muss ich trinken. Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen heute. Bin ich jetzt nicht in meinem privaten Problem belästigen, aber es ist wirklich so. Vielleicht hilft Trinken ein bisschen. Konterbier. du hast auch einen wahnsinnig musikalischen Vater. Ja. Der ist, glaube ich, hauptberuflich Jazzmusiker. Ja, also der ist jetzt in Rente, aber der hat 30 Jahre bei der WDR Big Band Trombone gespielt. Ja, Posaune. Ist es denn so, dass man deinem Vater erklären konnte, was du da für Musik machst? Also freut sich der Papa da? Oder sagt er dann so, Mädchen, das ist doch nichts. Was machst du? Barbara bringt dir auch was. Ah, oh. Ja, Knaller. Geil, danke. Barbara, hey. Hör doch auf. Oh, cheers. Ja, ne? Wollen wir Bruderschaft trinken? Ohne Knuschen. Ja. Geil, dass wir so einig sind. Nee, um zurück zur Frage zu kommen. Er war am Anfang nicht riesig begeistert, aber jetzt mittlerweile ist er, glaube ich, mein größter Fan. Der ist ganz, ganz süß. Also der kann nicht in irgendeinen Pub gehen in England, ohne zu sagen, hier übrigens, kennt ihr Gascada? Das ist meine Tochter. Und dann packt er das Handy aus. Wirklich? Ja, ja. Das ist ganz, ganz niedlich. Das macht mein Vater mal bei Kaisers an der Kasse. Das macht der bestimmt wirklich. Nee, aber der erhofft sich ja nochmal, dass er die Sachen umsonst kriegt. Oder die... Oder wenn sie ihn wieder beim Klauen erwischt haben. Das ist eine Freikarte. Guck mal, das ist jetzt relativ eklig, was ich dir hier präsentiere. Das ist, ich musste jetzt kurz unhöflich aufstehen, die gesammelte Rotze der deutschen A-Liga. Ey, ist da ein Kaugummi drin? Ja, das ist von mir. Und das ist wirklich so von Jan Delay über Kraftklub, über Sido, ne? Alle haben sie da reingerotzt. Hier, die Turntable Rocker waren letzte Woche auch da. Und wir wollen diese gesammelte Rotze von allen deutschen Stars zu einem guten Zweck versteigern. Wir wissen auch keinen guten Zweck. Im Zweifel auch einfach nur für uns hier intern das Geld. Aber wir würden uns halt sehr freuen, wenn du da mit reinrotzt. Nimm ruhig noch mal einen kräftigen Schluck. Aber dann ist ja nur Bier drin. Nee, also du sollst nicht das Bier da reinspucken. Also einfach, ich dachte, um so ein bisschen... Nicht das Bier, richtig Rotze. Hey, ich habe schon was gesammelt hier. Hey? Ja. Aber ich will nicht so... Ja, heute muss ja nicht grün sein. Ja. Nee, du kannst aber ruhig... Wow! Ah. Boah, guck mal! Ah, wie toll! Das ist ja... Cheers! Ja, Profi. Danke. Liebe Natalie Cascada, danke. Das wäre übrigens auch, das klingt, Natalie Cascada klingt wie ein Kind von den Wollnys, ne? Findest du? Ja. Natalie Cascada, essen. Natalie, wann immer du wiederkommen möchtest, ne? Auch gerne mal mit Performance, sage ich jetzt einfach mal so frei. Ja? Ja. Wenn ihr tanzt. Ja, wenn wir tanzen, dann, ja, nur, dann können wir dann in einem Abwasch mit Scooter und Jürgen von 9Live. Machen wir das sehr gerne. Ich trinke auf dich. Cheers. Und sage, schön, dass du da gewesen bist. Danke, dass ich hier sein durfte. Nein, wirklich, toll. Ja. Und jetzt, meine Damen und Herren, Sie haben... Everybody going crazy to the sound. I'm looking for the unbedingte Ding. Maybe I can find it on the wrestling ring. Unbedingte Ding. Unbedingte Ding, alle Leute suchen nach dem unbedingten Ding. Unbedingte Ding, unbedingte Ding, alle Leute suchen nach dem unbedingten Ding. Ihr wollt wissen, was zur Hölle ist dieses unbedingte Ding? Und man kann es nicht erklären. Das ist ein neuer Move. Was ist das denn, Violetta? Haben wir Rose. Nee, hier. Hast du gesehen? Violetta hat immer so gemacht. Hast du
Hast du was mit einem Chamäleon gehabt? Du machst immer so jetzt. Ja, vielleicht schwitzt Violetta über die Zunge. Oh, Violetta, mach. Das ist sexy. Kannst du dir so sexy über die Oberlippe lecken? Violetta? Kannst du dir sexy über die Oberlippe lippen? So lecken? So? Ja, komm, jetzt ist, ne? Sendezeit ist kostbar, auch bei ZDF Neo. So. Oh, sie ist eine sehr erfolgreiche Musikerin. Sitzt bei DSDS in der Jury, kennt alle Assi-Diskotheken der Welt in- und auswendig, denn da tritt sie ganz gerne mal auf. Aber sie ist einen harten Weg gegangen. Sie ist unfassbar erfolgreich. 30 Millionen verkaufte Platten sprechen eine sehr deutliche Sprache. Hier ist Natalie Horler von Cascada. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. About that little lady, and the lady is mine. Setz dich einfach neben mich. Setz dich einfach neben mich. Man muss ja die erste Frage, die sich so wirklich aufdrängt, ne? 30 Millionen verkaufte Platten und dann sitzt du bei DSDS in der Jury. Was ist denn bei dir falsch gelaufen, Kim? Da passt doch. Hat man da nicht ausgesorgt nach 30 Millionen verkauften Platten? Nee, also ich glaube, vor 30 Jahren ungefähr hätte man wirklich ausgesorgt. Aber heutzutage mit den ganzen Illegal Downloads etc., da wirst du nicht mehr reich von. Da musst du echt auf die Bühne gehen, jeden Abend. Aber ich meine, 30 Millionen Verkaufte sind ja 30 Millionen Verkaufte. Du kriegst für jede Platte 50 Cent, ergo 15 Millionen auf deinem Konto. Ah, es ist alles nicht so einfach. Nee. Da sind noch mal 15.000 Leute, denen man es auch noch geben muss. Achso, ja? Ja. Drückst du Geld ab? So Schmiergelder. So, GZ und so. GZ. Schmiergelder an euch. Wir haben eine neue goldene Regel hier, weil wir sind ja eine Show und da brauchen die Gäste auch was zu trinken, damit sie bei Laune bleiben. Ich würde dir gerne folgende Getränke anbieten. Wir haben folgendes zur Auswahl. Bier mit Cola, Bier mit Limo, Bier mit Bier oder nix. Bier mit Cola. Bier mit Cola. Kann ich auch was trinken? Ja, aber das heißt, wahrscheinlich in den Diskotheken, wo du auftrittst, heißt das Drecksack. Ne? Ja. Ja. Hier mit aber Cola. Ich muss sagen, ich bin da ganz langweilig geworden. Also wenn ich selber am Arbeiten bin in den Diskos, dann trinke ich auch keinen Alkohol. Trinkst du nicht? Nee. Hinter früher, der Bar oder wenn früher brauchte ich echt ein paar Jägermeister, um auf die Bühne zu gehen. Daniel. Vielen Dank. Barbara. Da ist sie eben schon. Letty, wie süß. Wie? Das ist wirklich mein Spitzname. Wirklich? Ja, krass. Wo haben wir das denn her? Frag mich was. Aber ich habe gerade eben so abwertig gesagt, du. Aber weil die in doch einem sehr strukturierten Lebensumfeld agieren. Die rasten da richtig aus, ne? Ja, die sind da völlig dabei. Also die sind auch wirklich dann total emotional. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo die wirklich die ganze erste Reihe geheult hat. Und ich dachte, so schlecht war das jetzt auch nicht. Und die waren halt einfach irgendwie völlig begeistert und die sind dann einfach so dabei. Ja, ich würde auch gerne noch mal gleich über die Anfänge sprechen, weil mich da auch einiges interessiert. Aber vorher möchte ich mal in das reinschauen und reinschauen lassen, ne? Ihr natürlich auch, was Paul van Dyk momentan so macht. Eternity heißt das Ganze, ist erschienen am 16.03. schon, also kann man alles schon kaufen, Single und... Nee, die ist heute. Warte, ja, das Album. Ja. Ja, aber die Single. Das kann sein. Ja. Also, du warst lange in der Luft. Ne? Ja, kriegt man nicht mehr so mit dann irgendwann. Ne? Ist ja auch egal. Also ihr könnt alles Mögliche kaufen von Paul van Dyk, zum Beispiel das hier. So sieht das Ganze aus. Was mich interessiert ist, mittlerweile ist es natürlich so, dass du ja quasi mit bestimmten Leuten gar nicht mehr in Kontakt kommst, weil du ja natürlich auf so einem Weltniveau mittlerweile spielst, dass du da einfach rein und dein Dings machst und alles wird so vorbereitet. Ja? Aber wenn man so anfängt, ne, dann geht man doch wirklich den harten Weg. Also wirklich die Ochsentour und überall mal spielen und dann ist vielleicht dann auch mal beim Veranstalter auf dem Sofa pennen und so. Die Zeiten hattest du doch sicherlich auch. Also natürlich, also ich bin auch jetzt noch nach wie vor in sehr engem Kontakt zu den Leuten, zu den Veranstaltern, genauso wie den Leuten, mit denen wir da irgendwie gemeinsam arbeiten. Aber natürlich ging es auch schon mal so los, dass man dann im Zweifelsfall irgendwie auf der Couch übernachtet hat. Ja, aber ist das nicht, also ich meine, du bist ja ein sehr weltgewandter
sehr, ja, ich möchte fast sagen, ja, der Gentleman-Raver, ja, unter den, so, und ist irgendwie... Schon hatte, Entschuldigung, darf ich mal kotzen, oder? Ja, ja, gerne, ja, ja. Das habe ich mir abgeguckt von Henry Maske, der war der Gentleman-Boxer, du bist der Gentleman-Raver. Ja, und geil. Wie ist das, manchmal kommt man ja schon mit Leuten zusammen, ich meine, so Disco-Besitzer, Techno-Party-Veranstalter, das ist ja auch ein ziemlich Karussellbremserfolg manchmal, ne? Wie gehst du da als jemand, der vielleicht dann einmal mehr um die Ecke denkt, mit solchen Leuten um? Hat das früher genervt? Ich glaube, irgendwie man muss die Leute letztendlich auch ein Stück weit so nehmen, wie sie dann da eben daherkommen und dann drauf eingehen. Also ich glaube, es macht wenig Sinn zu versuchen, die zu verändern oder dann in dem Moment denen irgendwie aufzudrücken, wie man selber denkt. Insofern kommt man dann mit den Leuten auch klar. Du bist ein Diplomat, ne? Aber nervt's manchmal? Natürlich gibt es auch Leute, wo man dann einfach sagt, oh nee, das muss jetzt nicht sein.